So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Roadhog, nein, Overwatch. Und mir ist gerade aufgefallen, dass Hock auf seinem Haken steht. Das ist mir noch nie aufgefallen bis jetzt. Mein Gott, passiert, ne? Wir spielen heute nochmal Roadhog, einfach weil er ja morgen geändert wird. Vielleicht spielen wir dann morgen nochmal Roadhog, Alter. Und ich bin gerade auf meinem zweiten Account, Level 26. Schon zwei Ranked-Matches gespielt. Einfach mit Maudado und Co. Einfach so Fun-Runden. Nicht so stressig wie auf dem Hauptaccount. Und einige haben sich in der letzten Folge gewundert, warum ich eine Mercy-Gold-Waffe habe. Die habe ich mir einfach, keine Ahnung, YOLO-mäßig geholt. Weil ich dachte, ich habe Mercy in den letzten Wochen sehr häufig gespielt. Und habe auch immer richtig coole Vierfaches und Play of the Game und sowas gehabt. Und dann dachte ich, ja, Goldwaffe sieht nice aus bei Mercy. Ich weiß sonst, ich will nicht für Roadhog eine Goldwaffe haben. Ich fühle mich dann immer so unter Druck, wenn ich eine Goldwaffe habe. Dass Leute dann erwarten, ich spiele gut mit dem Helden. Weil, naja, man kann sich ja nicht so viele holen, ne? Wenn wir spielen wir heute nochmal Roadhog, vielleicht morgen auch nochmal Roadhog. Und eine Mercy hat sich heute sehr aufgeregt, wo ich gespielt habe. Die hat, ja, sehr geflamed, als ich sie immer gehuckt habe. Habe ich einen Tweet zugeschrieben. Ist in der Beschreibung verlinkt, wenn ich dran denke. Oh Gott, schnell, bevor er weg ist. Ja gut, wir sehen uns gleich nach der Wartezeit, ne? Wusch. Achso, im Subreddit habe ich auch noch was Lustiges gesehen. Ich nehme mal ganz kurz Orisa. Man kann ihren Schildgenerator da irgendwie draufstellen. Soll ich es nochmal probieren? Ja, ja, komm. Mir klaut schon keiner in der Zeit Roadhog. Sonst muss ich das Match wechseln. Und dann kann man das drehen, glaube ich, wenn man dagegen ballert. Komm, schnell! Baller drauf! Ja, genau. Das habe ich gesehen auf Reddit. Das fand ich sehr cool. Schaut keiner her! Guck mal, Leute, ich mache was Lustiges! Genji, hallo! Mich alle ignorieren. Ah, jetzt haben sie gesehen gehabt kurz. Okay, jetzt nehmen wir wieder Roadhog. Fertig. Wäre schön, wenn jetzt der Pachuco da reinkommt und mir meinen Roadhog wegnimmt. Ja, Roadhog, mag ich sehr gerne. Habe ich gesagt, ich habe wahrscheinlich gesagt, dass er genervt wird. Er wird einfach halt anders gebalanced, sagen wir es so. Aber er hat keine One-Shot-Kombi. Die One-Shot-Kombi kann wahrscheinlich sogar trotzdem noch bei vielen Helden funktionieren. Okay. Nehmen wir mal die Widowmaker, die da war. Oh, ich liebe solche Turbo-Lucius, wenn ich Roadhog spiele. Was ich hasse, sind Genjis, die sich cool fühlen. So. Hallo. Einfach immer schön, einfach irgendwo verstecken. Ich bin eher so ein flankierender Roadhog, ich weiß gar nicht. Ist, glaube ich, auch das Beste, was man mit Roadhog machen kann. Eher so flankieren und versuchen, einzelne Leute rauszupicken, anstatt richtig zu tanken. Dafür hat man einfach nicht das Leben. So, ich schieb mal so weit ich kann, bevor der Lucio jetzt hier irgendwo lustig entlang geschlittert kommt. Während unser Team irgendwie weggesniped wird. So. Er rennt doch hier drin irgendwo durch. Geh mal weg vom Wagen, ich habe keinen Bock angesniped zu werden. Okay. Ich kann euch übrigens noch einen coolen Bait zeigen, wenn man einen Genji irgendwo hat. Und dann macht man einen Nahkampfangriff, dann reflektiert er meistens. Weil dann denkt er, dass man den Hook gemacht hat. Ah, doch, komm. Diese Schüsse fliegen. Selbst der Linksklick fliegt so verzögert, dass ich oft nicht treffe. Okay. Danke. Wie er da saß. Hat überhaupt nicht gesehen, dass ich da existiere. Okay, Schussaffe. Oh Gott, das war dumm. Die wird doch nicht zu erwischen. Jetzt wäre ich für immer von der Tracer gemobbt. Das ist die Strafe. So, die Widow Ult sollte auch wieder weg sein mittlerweile. Oh, oh. Okay, Affe ist oben. Vielleicht fällt er ja vor mir runter. Hallo! Danke. Gut, den Affen haben wir. Jetzt müssen wir nur irgendwie mit den Leuten da unten fertig werden. Okay, da ist niemand. Oh, da ist ja eine Widow. Cool, hallo. Ich weiß nicht, was in dieser Runde los ist, aber irgendwie ist es lustig. Voll durcheinander. Da oben steht, glaube ich, ein Hanzo, ja. Da ist ein Gonji. Warum stehen die alle hinter uns? Naja, schiebe ich einfach weiter. So, kann ich den Genji von da oben hooken? Ich gehe einfach hoch. Mister. Wenn schon der. Starkes Gelände.
Ich glaube, da hat ein Junkrat nach mir geballert. Was ist hier los? Hier ist nichts. Hallo? Da kommt eine Hanse-Ult. Oh Gott, war der schlecht. Versuchen wir wenigstens mit Rechtsklick noch irgendwie ein bisschen Schaden reinzudrücken. Hallo? Ja. Ich Roadhog-Ulte auch sehr gerne in die Hanse-Ulti einfach rein. Oh, ich muss weg. Ja, Tracer Bait. Ich hasse es, wenn mein Hook einfach durch so einen Teleport von hier durchgeht. Schauen wir mal, wie knapp es war. Ja, fast. Tracer ist... Eigentlich, Roadhog kann Tracer gut countern, aber irgendwie auch nicht. Die countern sich irgendwie gegenseitig. Kommt drauf an, wie gut die Tracer immer ist. So eine Tracer, die immer ihren Teleport so ein bisschen verpeilt. So schön, einfach durch eine Map mit zwei Snipern zu laufen, wo alle durch die Wände gucken können. Okay, ich sollte nicht mehr Roadhog aufnehmen, ich sehe schon. Hallo Tracer. Tracer countert einen aber irgendwie ein bisschen mehr, würde ich sagen. War es echt schwer mit dem Hook zu treffen, wenn man einmal verfehlt hat, man... Keine Ahnung, einfach so eine Mücke an sich dran. So, aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Glaub an mich. Wir haben den Checkpoint. Oh. Hallo. Ich werde aus der Bärenfalle gerade rausgeschoben von dem Wagen. Oh, ich wollte gerade Rechtsklick machen. Wäre so schön gewesen von der Distanz her. Will ich nicht. Könnt ihr mir alle auf den Sack gehen? Was machen diese Sniper von denen die ganze Zeit so richtig merkwürdige Sachen? Oh, ich habe extra auf die Tracer gewartet, dass sie zurückkommt. Und treffe ich nicht mal. Ja, ja, komm Hanzo, du tötest mich eh nicht. Die haben keinen Tank, ne? Die haben nur so Kletterkellen, ja. Macht Spaß auf jeden Fall. Aber ich verdiene, dass die Mercy aber wegläuft. Als ob die mich zweimal headshotte. Genau. Hat jetzt schon wieder den Wallhack gehabt. Deswegen. Ja, trotzdem. Trotzdem, bei so einer nahen Gefahr würde ich nicht erwarten, dass man zwei Headshots kriegt. Ja, Props an dich, Widow, ne? Und Props an unseren Solid Snake, dass er sie weggeballert hat. Alter, kann alles aufhören zu dashen, wenn ich schieße. So, okay. Den Genji haben wir. Aber jetzt töten wir noch ein bisschen was. Okay, wurde mir aus meinem Haken rausgekillt. Jetzt habe ich noch meine Ult. Nö. Könnt ihr schieben? Ich glaube, es hackt, ne? Ja, okay, ich habe den Junkrat einfach mit meinem Körper aufgehalten. Weißt du, fünf Leute am Wagen und ein Genji hüpft dann wieder rum. So typisch. Ja, cool. Sehen wir uns gleich noch bei einer zweiten Runde, die hoffentlich ein bisschen besser läuft. Nach dem Highlight natürlich, weil ihr das immer sehen wollt. Ah, da habe ich gekurbelt. Dann hat sie mich totgeballert. Da war der knappe Hook. Tracer ist auch so ein Held, wo man, glaube ich, ewig viel spielen muss, um mal wieder gut zu werden. Deswegen ich in die Spiele. Genau wie Genji. Wieso habe ich den Junkrat geliked? Ach, weil er einfach als Junkrat ist. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Wusch! Oh Gott, nach 10 Jahren endlich wieder ein Match gefunden. Manchmal ist die Suche echt sehr, sehr lang. Roadhog ist eigentlich echt ein interessantes Konzept an sich. Da hab ich habe auch so ein bisschen was gelesen, weil so Sachen, die One-Shots sind, sind super schwer zu balancen. Zum Beispiel halt McCree's Ult. Deswegen finden viele McCree's Ult ja auch kacke, weil sie one-shottet halt, aber sie ist halt so schwer einzusetzen, dass es Leute, die mittlerweile ja als Respawn-Knopf einsetzen, press Q to respawn und so. Und... Hab ich dir irgendwas getan? Nein? Hab ich dir irgendwas getan? Bitte haltet... Oh Gott, die hören auch nicht mehr... Ah! Hört auf zu reden! Nein, Mercy, geh weg! Ich will nicht auf mich aufpassen! Weißt du, wenn wir hier über was reden, dann wird man hier zugespammt von der Mercy.
Und deswegen ist es mit dem Hook ja auch die ganze... Also, der wird ja schon seit Monaten hin und her gepatcht, Roadhog. Und jetzt werden seine Schüsse geändert. Vielleicht bleibt es jetzt so, vielleicht nicht. Die schönste Zeit war, wo der Hook, eine Version vor diesem Hook, dass die Leute so ins Gesicht reingezogen wurde und man konnte alles one-shotten. Da war richtig OP. Jetzt wurden die Leute schon weiter nach hinten gesetzt. Und jetzt kommt ja nochmal was, dass der Schuss schwächer wird, aber dafür ein Schuss mehr und man schießt schneller. Dass man halt zwei Schüsse treffen muss im... Manchmal. Kommt drauf an, wie viele Kugeln treffen. Also ich glaube, im Bestfall ist es noch so gewollt, dass man mit einem Schuss die Leute töten kann. So, ich will mich ja selber heilen. Aber wer weiß, ich gehe mal kurz darüber. Sombra, ey. So, kurz heilen. Okay, jetzt kann er nicht zu mir kommen. Hallo, Affe. Warum lebt das gesamte Team, obwohl ich... Aha, weißt du, ich bin hier schön am Kämpfen, hab zwei abgelenkt, aber nein. 4 gegen 5 funktioniert scheinbar nicht für mein Team. Alle einfach Insta-Rip. Danke. Durch einen Zenyatta. Okay, dann huck ich einfach jetzt nur noch Zen-Männer. Hier mach ich mich breit. Weg da. So wie Roadhog momentan ist, ja... Gefällt er mir eigentlich? Also, ich keine Ahnung, es funktioniert ja eigentlich. Ich bin ja jetzt nicht komplett OP, aber ich verstehe, warum viele halt nicht wollen, dass er einfach so eine One-Hit-Combo hat. In allen Fällen. Haben die nochmal gedefft? Tatsache. Ich wollte hier Zen jagen gehen. So. Ich finde diese kleinen Mind-Plays immer ganz cool. Also zum Beispiel mit dem Genji, dass man mit dem Hook einfach seinen Deflect baiten kann. Oh, man muss halt mal echt... Ich mag das mittlerweile echt abzuschätzen, den Hook richtig einzusetzen. Ach man. Genji! Ja, hab wieder volles Leben, danke. Geh weg. Ich will nur diesen Genji tot bekommen. Junge! Ich musste wegen dem Deflect dann einfach an ihm vorbeischießen. Und dann drücke ich ihn in der Ecke und er überlebt einfach die ganze Zeit wegen dieser Zenyatta-Kugel. Ich habe ja gesagt, ich muss den Yatta nehmen. Ich wollte doch nicht den Genji raushucken, ich wollte eigentlich den Soldier haben. Das war einfach pures Mobbing. Okay. Zenyatta und Soldier ist scheinbar auch gut. Wie immer. Soldier kann nur gut sein, der muss nicht mal was tun. RIP Mercy. Ich hab noch mehr für dich. Ja, RIP Zaya? Weißt du jetzt zwar nicht wie eine. Der stand so AFK da, dass er aussah wie ein Teil vom Wagen. Ich hab's gerade erst gar nicht gecheckt, eine Sekunde lang. Werde ich gehafft? Lass uns hin. Oh, hallo. Boah, hat's geschafft, hat mein Hook gebaitet. Mehr muss er ja nicht machen. May gerade ihre Ult rausgeworfen? Ja. Wenn er ein ganzes Team hinter sich hat, kann ich auch nicht den Affen töten. Okay, die haben auch eine Sombra. Ich gehe mal außen rum und versuche mal den Zenyatta zu kriegen. Aber... Warum ist er immer auf der anderen Seite? Der hat mich nicht mal gesehen. Fucking Zenyatta. Nein! Wenigstens töte. Ich muss immer erst einen Schritt vorgehen, deswegen passiert es auch öfter, dass einfach mein Gesicht deflektet. Zum Beispiel ja, mein Gesicht deflektet wird von einem Genji. Nice. Hallo. Alles okay. So, alles muss man hier selber machen. So, Genji versucht mich irgendwo zu finden. Jetzt mal stehen bleiben. Ah, schade. Ah, guck mal, die Anna versucht zu sagen, hey, Soldier, guck mal da. Oh, Gottes Willen. Alles. Wie schnell der Soldier dann immer schießt, ist lustig. Oh gut, wir haben nur ein E-Roll für mich gewastet, ne? Dann lasse ich mich gerne einschlafen. Schläfern. Der Durden. Also ich bin jemand, der sich gerne auf die brennenden Spieler immer konzentriert. Weil ich halt weiß, dass die meisten Probleme macht. Obwohl der Affe, glaube ich, auch richtig problematisch für unser Team gerade ist.
Okay. Ich lass nichts anbrennen. Ja, RIP. Drei Leute haben auf mich geschossen. Hätten noch versuchen können, den Affen zu kriegen, aber Senja hatte halt Kugel, ne? Bin denn sogar noch recht relativ okay ausgewichen. Ratet mal, wer zurück ist. Obwohl, wenn Senjata während seiner Transzendenz unverwundbar ist, versteht er, kann man ihn trotzdem hocken oder sowas. Haben die einen Torhüren oder wir? Wir. Ja, Torben hilft natürlich gegen den Affen, der immer drauf hüpft. Ich hasse dies, das ist so eklig. Dieses, oh, du hast was gehockt? Nee, doch nicht. Hat die einen Wallhack? Nein! Meine einzige Chance im Leben, den Senjata mal auszuschalten und ich versau's. Hallo, tschüss. Er hat sich angeboten. Okay, hab sie gehuckt. Ich mach weiter hier den Seitenraumschweinchen. Finde ich immer cool. Besonders, weil sie halt direkt zum Wagen durchgehen. Dann kann ich schön von hinten einfach wieder hocken. Vielleicht kann ich den Reinhard noch ein zweites Mal runterziehen. Oh, das wäre der Dream. Ich sehe ja, wo der Reinhard ist. Anhand unseres Reinhards. So, jetzt. Ja! 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 Tschüss! Ja, Reinhard, schütz mich. Schütz mich, ja, Reinhard. Okay. Okay, meine Ult war zwar saut, aber egal. Wenigstens die irgendwie von mir vertrieben. Nee, keine Chance. Okay. Was auch immer das von der Sombra war. Okay, danke. Immer heilen. Die haben keinen Reinhard mehr. Oh, hab ich den verscheucht. Oh. Wir sind immer noch da vorne. Dann warten wir einfach hier hinten ein bisschen. Hol ich mir ein Torbien-Rüstungspaket. Die sind immer nice. Ich liebe solche Emotes in Spielen. Ich mache einfach viele Sachen besser. Okay, ich bin runtergekommen. Ja, das ist cool. Aber ist mein Hook gerade losgeflogen, aber dann doch noch rückwirkend an der Kiste vor mir abgeprallt? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Bestimmt der... Das ist der Reinhard, oder? Ich glaube schon. Aber ist auch funktioniert ja, ne? Ja, Ferber funktioniert immer. Am besten noch Ferber Mercy machen und dann haben die Feinde automatisch gewonnen. Muss man nicht mal mehr spielen. Ja, hallo. Ja. Warum sind da drei besonders von denen? Was macht unsere Ferber? Ja, die will von hinten ihre Ult machen. Toll. Wie keiner an den Wagen geht. Oh, danke. Unsere Ferber hat den Senjata getötet, das wichtigste Ziel. Als ob die den Schild so lange aufbewahren. Warum sind die schon zu fünft? Weißt du, gerade noch ein paar getötet? Ja, RIP. Ja, RIP. Aber lustig, den Reinhard da wenigstens zweimal runterzuziehen. Das hat sich schon gelohnt. Das war... Taya hat jetzt nicht so Probleme. Aber die hat echt den wahrscheinlich ist dann genau ihr Cooldown gewesen. Ich habe extra darauf gewartet, dass sie ihren Schild macht, weißt du? Und dann macht sie den genau in der Sekunde, wo ich hocke. Wurde geprankt. Naja. Gern die Ults, wie immer halt, ne? Diana war aber auch cool. Hat immer ihre Sleep-Darts nur nach mir geschossen, gefühlt. Tasty, der Affe. Ja. Ich glaube, sie sein Ferrer-Pick am Ende hat den auch den Win gebracht. Gut. Dann würde ich sagen, war das zwei kleine Runden in Overwatch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns morgen mit dem neuen Roadhog wahrscheinlich. Bis dann. Euer Zimbelband. Tschüss. Es ist Musik im Hauptmenü mag ich immer noch. Gutes Theme hat das Spiel. Ja, ja.